So, es wurde nochmal ganz schön spannend in diesem Fall. Und wir haben hier auch noch, warte mal, wir können ein Metallstück verwenden, das geht im Club. Und wir können hier auf der Landkarte noch die Wohnung von dem finden. Und wir haben hier den Mechanismus. Dann schauen wir mal, dass wir die Adresse finden, oder? Genau. Das machen wir in der Baker Street. Mechanismus lösen wir. Wo war das? Im Clubhaus war das, Das war im ne? Clubhaus. Also Okay, mit der Landkarte. Partnerstück, was auf dem Globus muss. haben wir dummerweise nur ein Kartenstück. Auf Wie? dem Globus sah das aus, als würden da ganz viele Stücke fehlen. Die werden wir schon noch finden. Aber vielleicht ist es egal an der Stelle. Kannst du mir gerade immer noch nicht so recht erklären. Was hätte denn der Mali davon, wenn er diesen Opfer tötet? Mit dieser Maschine ist es nicht ein bisschen aufwendig. Ja, Motiv verstehe ich auch noch nicht so richtig. Vor allen Dingen, der Mali wirkt so erschrocken und so ängstlich vor diesem Fluch. Also er wirkt jetzt auch nicht so, also wenn das die Erklärung jetzt wäre, so nach dem Motto, ja, er bringt die quasi um den zu besänftigen, ist mir irgendwie nicht hart genug als Typ. Das würde mich überraschen. Dank der Informationen aus dem Krankenhaus kann ich jetzt herausfinden, wo sich Albeit versteckt. 21D, irgendeine Uxbeat, oder? Und er ist an einem Zirkus Und wahrscheinlich ist vorbeigekommen. es jetzt hier eine Karte von ganz London zum Glück nur. Und wie viele Albeit Straßen war in der Art einer schon geben. Opiumhöhle, auf einem gedrängten Markt und in der Nähe eines Zirkuses. Zudem kaufte er chinesischen Tabak. Klingt sehr nach Wir suchen Chinatown. einen Ort, in dessen Nähe alle vier Bedingungen erfüllt sind. Solche Opiumhöhle, Markt, Zirkus. Da oben links, das sieht alles relativ aus. Ach nee, man muss das genau Wir brauchen deckungsgleich bringen, oder wie? alle Nee. vier brauchen wir in einem Feld. Ah, okay. Wollen wir runter? Jetzt müssen wir erstmal überhaupt erstmal ein Opium. Da fehlt uns der Zirkus. Da passt es doch rein, oder? Ah ne, ich meine genau. Da fehlt uns auch wieder, da fehlt uns die Opiumhöhle. Wieder so ein Andersrum-Denken-Ding, oder? Hier. Alles gut. Jetzt Hat er brauchen wir eine sofort Straße, die gefunden. auf OOK endet. Hier Brook Street, genau. Da, gefunden. 21D Brook Street. Watson, ich glaube, wir haben Albeit gefunden. Das war cool. Vielleicht hat der auch Roboter in seinem Haus. Geil, so Dr. Who-mäßig in so eine Steampunk-Roboter-Armee. Ich muss jetzt endlich mal anfangen, Dr. Who zu gucken. Ich komme mal nicht dazu. Ich habe irgendwann aufgehört und ich weiß gar nicht warum, weil es echt super ist. Man muss sich nur, also eigentlich nur die ersten paar Folgen von der ersten neuen Staffel, wo die diesen schlimmen Ist das das aus den 80ern, oder? Billy Gluck haben. Nee, aus jetzt hier mit Christopher Eccleston, quasi die Neuauflage. Aber also in welcher Staffel fange ich denn dann an? Mit der Folge Rose. Rose, okay. Da wird es, am Anfang denkst du dir so: Gott, das sieht ja aus wie so eine schlechte 80er-Telenovela aus England. Aber spätestens, wenn dann die Schaufensterpuppen kommen oder so weiter, dann merkst du sehr schnell, dass es sehr gut geschrieben ist, alles und sehr amüsant ist. Und dann muss man sich in der ersten Staffel durch ein paar Folgen durchquälen, die sehr blöd sind, aber. Oder auch mit so komischen, furzenden Gummimonstern und das ist dann ein bisschen, naja. Aber lohnt sich Was schon. tun wir als nächstes, Holmes? Vielleicht gucke ich mir die im Urlaub an. Oh. Hören Sie das? Schnell, wir müssen diese Tür aufbekommen. Die Tür und das Schloss sind zu stabil, um sie mit bloßen Händen aufzubrechen. Je. Jetzt nehmen die. Ich glaube, du musst die Ritterrüstung rotieren. Wenn man unser Arzt tritt, wie blöd das ist. Hilfe!
Sherlocks hier. Nein! Oh Gott, Hilfe! Oh Gott! Wieder hilft Watson gar nicht. Der ist Wissenschaftler. Hilfe! Boah. Oh. Oh. Ach, jetzt hat er mal geholfen. Watson hat unser Leben gerettet. Gerettet. Geil, Deckungsshooter. Das ist Seilkappen, oder? Deckung. Oh. Zu spät. Das war's, Sherlock Holmes ist tot. Das ist ja ein bisschen geil. Und so ein schöner, hässlicher Teppich. Wenn ich diese Seile kappe, fallen die Vorhänge und der Angreifer sieht nichts mehr. Den Tisch. Der Tisch könnte mir Deckung bieten. Watson, ich muss diese Vorhänge erreichen und sie herunterlassen. Geben Sie mir Feuerschutz. Der Tisch könnte mir Deckung bieten. Der jetzt mal was? Erstmal weg, oder? Warum bewegt er sich nicht? Oh. Hä? Ey Leute, baut doch keine Actionsequenzen ein, wenn das so dermaßen nicht geht. Ja, ist er doch. Ja, ich wollte nur auf ihn. Wollte ihn ja nicht erschießen, sondern nur quasi in die Richtung feuern. Dass er in Deckung bleibt. Na gut, dann schieße ich halt auf ihn. Das ist blöd. Geben Sie mir Feuerschutz! Das ist ein Scheiß! Das ist der Wahnsinn! Ja, vielleicht verpflichten sie ja für den nächsten Teil einfach Epic diese Action-Sequenzen. Oh! Jetzt haben wir ihn ausgeschaltet. Vielleicht lassen sie es auch einfach bleiben mit dem Stoffvorhang. Pass auf! Runter! Ach nee. Runter war falsch. Runter war falsch. Anderen Hinweis. Was sagt er? Über ihnen. Über ihnen! Zu. Zeit für ein sein. Das ist wie in Jana Jones, Mensch. Ja. Watson, kommen Sie! Er ist hinter dem Paravent! Darkwing Duck! Will einer sagen, dass er da durch ist? Der Angreifer ist durch dieses Fenster geflogen. Bitte? Das würde mich verarschen, oder? Oder soll es so weit weg sein, dass das... Nee, der Angreifer ist ja sehr, sehr klein und quadratisch. Unser Angreifer nutzte... Also das ist doch Quatsch. Nein! Setze dich nicht! Nur die Ruhe. Es ist vorbei. Keine Angst.
Sie? Oh. Aber was machen Sie hier? Sie sind keine Ärzte, oder? Nein. Nun, nicht ganz. Wollen wir diese Charade jetzt beenden? Ihr richtiger Name ist Albeit, nicht wahr? Sie waren Mitglied in Charles Yellinghams Club. Ja, war ich. Sagen Sie, was hier passiert ist. Nach Ihrem Besuch im Krankenhaus bin ich schnell wieder zurück. Ich lag auf dem Sofa dort und spürte plötzlich eine böse Präsenz im Raum. Eine böse Präsenz? Ach, vermutlich war es nur das Fieber. Jack. Das war jetzt spät. War das zu spät? Ja, ich glaube schon, oder? Aber der war doch noch ganz knapp davor. Ja. Erzählen Sie von der Expedition nach Guatemala, vor 14 Jahren? Das war mein altes Leben. Was ist geschehen? Es heißt, Sie seien dort gestorben. Ich hatte ein schlimmes Fieber und wollte, dass Sie mich zurücklassen. Ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern, aber wie durch ein Wunder blieb ich am Leben. Ein Auge und einen Arm verlor ich. Es dauerte lange, aber am Ende schaffte ich es wieder nach London. Weshalb der falsche Name? Damals endete meine Karriere und das Leben, das ich bis dahin gekannt hatte. Ich änderte meinen Namen, meine Adresse. Jetzt bin ich schwach und nutzlos und einsam. Ein lebender Toter. Nicht mehr lange. Vielleicht war das ja mein Fluch. Nach und nach mein Leben auszuhauchen. Tekunumans Rache. Dafür, dass es dem so schlecht geht, hat er aber noch ein ganz hübsches Zuhause, ne? Ja. Sie wissen, dass Greystoke umgebracht wurde, oder? Ja, und ich habe gelesen, dass es ein Speer war. Wie passend. Passend? Nun, er betrieb Archäologie fast wie einen Sport. Immer auf der Jagd nach Adrenalin. Wie viel Adrenalin wohl im Spiel war, während er starb. Als Beute. Und wer war dann wohl der Jäger? Tekunuman? Wer auch immer. Für mich geht es sowieso bald zu Ende. Unten gibt es eine verschlossene Tür. Kann ich den Schlüssel haben? Ja, aber in dem Zimmer gibt es nichts Interessantes. Wir sehen. Oh geil, da kommt halt irgendjemand so rein. Ja, Sie haben da noch eine verschlossene Tür. Geben Sie mir meinen Schlüssel. Na gut. Nochmals danke, dass Sie mich gerettet haben. Was tun wir als nächstes, Holmes? War gar nicht so dumm immer. Ist jetzt ein Horrorspiel, wo sich die Statuen, wenn man nächstes Mal hinguckt, umgedreht haben. Hier stand eine Statue, die jetzt weg ist. Es könnte sein, dass die verschwundene Statue durch das Dachfenster entkommen ist. Er baut doch nicht so elaborierte Statuen. Das Befestigungseisen ist kaputt. Die laufen, schießen. Komisch. Die Fläche ist beschädigt. Und klettern können. Ja, da guck doch mal das Zimmer unten. Das war dann die Antwort. Bisschen. Also zum Globus müssen wir auch noch. Zu weit hergeholt. Da war noch was. Titten gesehen, dachte, da ist was. Naja, Reflexe. Aha. Brasilien, Sao Paulo, 1883. Ich, Claudio, Joao, Inácio da Silva, gebe hiermit Albeit Dyke und Bar Uadumbo von diesem Tag an alle Rechte und Freiheiten für sie und alle Nachkommen. Für was denn? Achso, der war versklavt. Achso, da stand so links stand so eine. Liebste, ich kann deinen Schmerz nachvollziehen, aber du musst verstehen, dass meine Entscheidung nur zu eurem Besten war. Wie könnte ich jemals wieder in die richtige Welt zurückkehren? Sollte irgendjemand die unsägliche Schande dieser fehlgeschlagenen Expedition und meiner Versklavung aufdecken, wäre der Name unseres Sohnes entehrt. Es ist uns für alle das Beste, wenn ich als gestorben in Tekunumans Tempel in Erinnerung bleibe. Zurückgekommen, um euch ein letztes Mal zu sehen. Danach möchte ich ganz alleine auf den Tod warten mit meiner kostbaren Sammlung, den Früchten meines Lebens, das ich der Archäologie gewidmet habe. Ein Freund von mir, der Gerichtsvollzieher ist, wird sich später um den Verkauf der Sachen kümmern. Das ganze Geld bekommst natürlich du. Sei bitte nicht traurig, denn der Tod wird für mich ein Segen sein. Vorkehrungen für meine Bestattung habe ich bereits getroffen. Lebt wohl, meine Lieben. Ich hoffe inständig, dass ihr mir vergeben könnt und wünsche mir nichts mehr, als dass ihr nach mir endlich ein glückliches Leben führt. Ach, aber das ist ja jetzt mal ganz interessant.
So ein bisschen Erklärung für seine Fesselgeschichten und warum sie seine Sammlung nie gefunden haben. Er war Sklave gewesen. Das war seine große Schande. Albiets Frau und Sohn nehme ich an. Ganz cooler Twist, finde ich. Das Innere scheint fein ausgearbeitet, aber ich kann es nicht richtig erkennen. 1894. Dieses Modell entstand nach der Expedition nach Guatemala. Sieht aus, als würde man es in unten einsetzen, ne? Ja. Das wird auch in dem Globus verwendet. Aber wenn er fertig ist mit dem Objekt, dann legt das doch... Das Modell ist Teil eines anderen, größeren Modells. Legt das doch immer weg. Dieses Bett ist sehr klein. Wieso ist dieses Bett so klein? Echt? Hat der vielleicht irgendwie so einen kleinwüchsigen Ziehen oder so? Das wäre geil, so ein kleines Effi. Wer nennt ihn so? War das denn nochmal? Zweifel bei James Bond? Bei Dings? Nee, bei... Bei der Verdacht von Friedrich Dürrenmatt. Da gibt es so einen kleinen Bettermax. In dem kleinen Zimmer steht ein kleines benutztes Bett. Nun, das ist für meinen Sohn Gulliver. Nach meinem Tod zog meine Frau mit ihm nach Glasgow. Als ich zurückkam, richtete ich das Zimmer ein. Also wussten Sie Bescheid? Gulliver besucht mich ab und an, aber was bringt das Leben mit einem Krüppel als Vater? Sie werden mich wieder verlieren. Er deckt bestimmt seinen Sohn und der rächt sich an allen Beteiligten, weil sie ihn zurückgelassen haben. Deshalb ist er oben durchs Fenster durch, weil er so klein ist. Mr. Holbeat, was ist das hier? Aber unmöglich. Wie haben Sie sie gefunden? Antworten Sie. Im Schrank. Im Zimmer, wo Sie mir den Schlüssel gegeben haben. Wir verstauten es im Globus, im Club, bevor wir auf die Expedition gingen. Keine Ahnung, ob es noch dort ist. In Guatemala träumte ich von einem fehlenden Teil. Von einer Pyramide. Dann betraten wir den Tempel. Ich hatte lebhafte Visionen. Einen Moment. Sie betraten den Tempel? Nun, ja. Und wir fanden die Pyramide aus meinem Traum. Aber ich war zu schwach. Ich konnte das Rätsel um ihren Eingang nicht lösen. Ich habe versagt. Und wollte immer wissen, warum. Nach meiner Rückkehr... Haben Sie daher gemäß Ihren Visionen diesen letzten Teil gebaut? Und? Nichts. Ich sterbe. Zumindest wird mein Sohn sehen, dass ich mein Bestes für mein Lebenswerk gegeben habe. Okay. Es wird ja immer wirrer. Ja, immer mehr. Was könnte denn da dazugehören? Flucht durch das Fenster. Haus. Ja, genau. Jetzt, warum sollte er den Vater angegriffen haben? Mann. Boah, das ist ja jetzt schon ein krasses Ding. Ja. Albeit hätte das Modell der letzten Pyramide nur dann bauen können, wenn es über die Expedition mit seine Vorstellungskraft benutzt. Und das glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ding. Albeits Version der Expedition oder Modell. Passt nicht.
Geil. Kind oder Verdächtiger ist. Ich glaube eher das, ja. Ich glaube nicht, dass es der Sohn ist. Mhm. Jetzt Automat. Der hat bestimmt irgendjemand mitgebracht. Würde das aber mit dem Automat nicht ganz zusammenpassen. Wo ist das Modell? Das war in dem. So. Ja. Nutzen Sie das Tempo mit dem Rauswinden, warum die Timer in jemand der Expedition nicht. Genommen, das war nicht der Automat, dann passt das mit dem anderen zusammen. Auch nicht. Ist denn hier eigentlich immer das Ausgewählte, das Blaue oder das Weiße? Jetzt kommt das hier unten auch zusammen. Das ist doch eine Person und der Automatenbauer ist eher ein Opfer. Schwächlich, ja. Hier? Ich glaube nicht, dass der Sir Charles da dahinter steckt. Ich glaube es auch nicht. Gut, dann schauen wir doch mal, was in dem Tempel steckt. Das, wo das jetzt dann noch hinführen soll, ne? Alles sehr mysteriös. Dann fahren wir mal zum Tempel. Wir haben noch das Metallstück. Quatsch, zum Tempel nicht, sondern zum Club. Aber es reicht, das ist wirklich oft bei den Sherlock Holmes-Fällen jetzt hier in den Spielen, dass das anfangs so ganz gerade aussieht und sehr schmal und man so denkt, naja, gut, jetzt kommt schon hin. Dann auf einmal öffnet sich's nochmal so krass. Vor allem jetzt schon im zweiten Fall, das war. Im ersten gab es doch auch das irgendwie mit diesem Mexikaner und diesem Zug, der dann in den See versenkt wurde. War das nicht der zweite Fall? Ja, wo es könnte sogar sein. Wo man rausgefahren ist? Das war auch eine strange Geschichte. Oder das mit diesen drei Leuten in der Sauna, was dann auch total komplex geworden ist, aber was dann am Ende ein bisschen albern wurde mit dieser Ausgrabung und dann diesem Labyrinth mit den einzelnen Gewichtsrätseln. Stimmt, so. Da war das, wo man ins Labyrinth gekommen ist. Jetzt kommt nochmal eine Deduktion tatsächlich. Ich glaube, das ist nur ein Hinweis. Ah, nee. Okay. Dann setzen wir das Ding mal ein. Und schauen, was passiert. Greystoke soll durch den Speer der Statue gestorben sein. Neu, dass die da sitzt. Ist ja geil. Voll cool. Da kommt jetzt die Pyramide rein. Oh, sieht aus wie Palenque. Jetzt. Sieht aus wie was? Palenque ist so eine Maya-Stadt in das kenn ich gar nicht. Voll geil. Warst du da? Hm? Oh. Es war viel zu heiß, aber es war sehr voll. Und jetzt beamt er sich da rein, oder wie? Der Holmes. Ah, jetzt kommt bestimmt noch ein Abschnitt, wo wir dann in dem Tempel sind. Ja, krass. Alter Falter. Na gut, das machen wir in der nächsten Folge dann. Bis dann. Krass. Ciao. Ciao.